Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Wölfe sind tot. Mein Rucksack ist auch noch da. Alles wird gut. Jus, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vom Ausloggen nach draußen irgendwie einen Wolf gehört habe. Warum zieht er denn meine Kleidungsstücke nicht automatisch wieder an? Das war doch mal so. Jus. Essen. Wir warten jetzt erstmal, bis die Ausdauer wieder kommt. So, wo war unser Compound-Bau? Da. Alles okay. Dann lass uns gleich mal aufs Dach gehen. Aber erst nehmen wir die Wölfe noch aus. Zwei Stück. Ja, Fleisch von den Wölfen holen. Auf jeden Fall. Und Leder und alles. Ich glaube, hier ist noch ein dritter. Da war noch ein Painkiller im Rucksack. Muss das trinken, ganz dringend, ne? Echt? War da noch ein Painkiller im Rucksack? So, und jetzt erstmal raus, rauf aufs Dach. Und dann hier mal absichern ein bisschen. Ich will Hauptsache, ich habe erstmal eine Unterkunft und kann mich dann hier um Ressourcen kümmern. Oh nee, nicht jetzt eine Wanderhorde, echt? Das war schwierig, ey. Meine Güte. Aber ich finde es nett, dass sie auf der Leiter jetzt in der Lage sind, dann die Rückframes kaputt zu machen. Das ist schon gut. Mir gefällt das. Ja? Ach Mann. Mach ich doch gleich. Ich kann doch jetzt nicht, du siehst es doch. Wer war denn das? Wer war das? Wer war das? Die Rieke. Die meint es ja nur gut mit mir. So. Dankeschön. Aber du siehst doch, ich kann doch gerade nicht. Ich muss ja unbedingt was trinken. Auf jeden. Du hast ja recht. So. Lass uns erstmal ein paar Sachen wegpacken. Hundertneunzehn Schuss. Rieke macht gleich Feierabend, Lulu. Doch, nein. Du weißt es doch, wenn ich die Cam ausmache, Ayeshka. Du weißt es doch. Der Hamster und so. Schön, dich zu lesen, Herr Jeschke. So, Jus. Ich komme hier gar nicht zu Pausen. Ich bin, wenn ich nicht gerade beschäftigt bin, bin ich tot, sozusagen. Was mache ich denn da?
Lass mal ein Campfire machen hier. Craft. Zum Nasebohren, genau. Da unten laufen auch schon wieder welche. Ich mach mal hier das Campfire hin. Dann können wir den Cooking-Pot da rein. Ist jetzt ein Witz, ne? Ich wusste doch, dass hier noch einer ist. Sagt mir bitte jemand, dass Wölfe keine Leitern steigen können in diesem Spiel. Der soll mal mit nach vorne kommen, der Wolf. Wo die anderen waren. Das hat ganz gut funktioniert. Wieder die Stelle hier. So, mit dem machen wir auch kurz einen Prozess. Ich hoffe, der schafft es, nach vorne zu kommen, der Wolf. Ich höre ja schon schlabbern, glaube ich. Wolf? Da ist er ja. Den Facebook habt ihr nicht gesehen, den konnte man hören. Alles klar. Ich wusste doch, dass da noch irgendwo einer ist. Nein, nachladen, wirklich? Sollte ich noch wegkriegen, bevor es gleich dunkel wird. Das wäre ganz gut. Aber dann will ich mal gucken, ob ich mir irgendwelche... Schießschar. Von wo kommst du denn? Apropos, ich brauche einen Landclaim-Block. Und zwar so schnell wie möglich da oben. Ja gut, Wald ist natürlich wieder Wolfsgebiet, ne? Wald ist natürlich wieder Wolfsgebiet. Das ist logisch. Man kann ja alles haben. Entweder willst du keine Wölfe haben oder du willst Wald haben. Hm. So, sehr schön. Huiuiuiuiui. Wolf- und Bärgebiet, ja, ja. Hm. Ja, dafür sind aber sonst die restlichen Lebensumstände hier halt eigentlich ganz gut, ne? Ja, schießen. Schießen sollst, darfst du eigentlich nicht. Nee, nee. Dann komm her. Das ist, kann ich auch stehen, ey. Hier, wie viel Lärm das macht, ey. Dabei hört sich gar nicht so an, halt, ne? Das finde ich gut, dass sie das überarbeitet haben.
oben Hedge bauen. Du, da wäre ich mir nicht so sicher, ob die nicht nach oben schlagen können. Senkrecht auch. PvP, da macht das Sinn, aber... Du bist sicher, dass sie nicht senkrecht nach oben schlagen können? Josi so? In der A17? Ich weiß es gerade nicht. Ah, okay, alles klar. Also nach unten können sie nicht schlagen. Und nach oben müssten sie es eigentlich können. Ja, nach unten können sie schlagen, ja. Nee, ich schieße da ja nicht durch. Also momentan ist da nichts mit durchschießen, weil der Raum ist so offen, da will ich mich jetzt nicht unbedingt reinstellen. Ne? Ich werde mir von oben irgendwie versuchen, Schießscharten zu machen. Das Problem ist, das Dach scheint aus Stahl zu sein. Das ist halt ein bisschen blöd. Muss die Dritte auch noch weg? Ich mach mir eine Rampe oder sowas dann. Ich hab da keinen Bock drauf. Das ist mir zu heikel. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Zombies das können, was sie auch können. Ich werde jetzt erstmal ein, zwei Nächte drin bleiben. Draufbleiben, weil ich ja echt über eine große Entfernung weggezogen bin. Richtig darauf wohne ich? Nee, wenn, dann würde ich ein Haus bauen wollen, natürlich. Deshalb bin ich ja auch in dieses Biom umgezogen, unter anderem. Zugang bauen wir uns morgen. Ich bleib hier heute Nacht erstmal oben. Jetzt brauchen wir einen Landclaim-Block. Und zwar schleunigst. Stimmt, stapeln können sich die Zombies auch. Ja, aber in erster Linie bin ich davon ausgegangen, dass die Zombies jetzt doch dasselbe können, was man selber kann. Und wenn ich hochspringen kann und erreicht die dritte Stufe, muss ich davon ausgehen, dass die es auch hinkriegen. Es ist jedenfalls nicht falsch, davon auszugehen. Von Spider-Zombies und so wollen wir gar nicht reden. Ne? Ja, da sieht man, wie schön groß dieser Landclaim-Block jetzt ist. In diesem Bereich spawnen keine Zombies. Da könnte man natürlich versuchen, das zu nutzen, den hier hinzusetzen. Wie weit reicht der denn? Also wie weit muss er denn reichen, damit hier keine spawnen? Kann ich den da drüben mit abdecken? Ich meine, reicht es denn noch hier? Ich glaube mal nicht. Die werden die Häuser schon so gesetzt haben, dass wir keine zwei... Einfach kommt falsch drauf, ich setze den hier in die Mitte und gut ist. Ich habe keine Fackel, ne? Wo ist denn die Chest hier? Stoff, Holz. Torch. Machen wir uns mal 6 Fackeln. Nibuli, danke für den Follow. Aber sind sie wieder so dumm, wie in der 16, auch wenn sie brutaler sind. Die hatten die Ark zurückgesetzt, ja. Die Programmierer wissen nichts davon, dass sie zurückgesetzt worden sind. Roland ist das nicht mehr aufgefallen, dass die Zombies dümmer sind. Finde ich alles sehr bedenklich.
Deshalb habe ich es ja auch erstmal eingestellt. Ich habe jetzt in der Alpha 17 gerade das Gefühl, dass die wieder ein bisschen... Was? 33 FPS? Oh Mann, ey. Mit einer 1080 GTI. Das muss man sich mal reinstellen. 33 FPS. Wegen des Hochhauses da vorne. 33 FPS. Andere Spiele laufen hier in 150 FPS, ey. Das darfst du keinem erzählen, ne? So, jetzt haben wir es ja gleich ein bisschen wohnlicher. Ja, es ist wohnlich, aber da kommt noch eine Fackel ran. Okay, bringt irgendwie wenig Licht da. Ist aber in Ordnung. So, was haben wir denn an Eichen gefunden? Wir haben viel Fleisch. Wir haben so richtig viel Fleisch. Wir können es uns richtig gut gehen lassen. Das ist eine gute Sache. Bacon und Eggs. Huhu. Ja, dann machen wir uns halt mal welche. 8 Stück, das lohnt sich ja hier. Guck mal. Nirgendwo Stray, danke für den Follow. Schönen guten Abend. Jede Straßenalte, ja, Fledermäuse hast du in der Stadt leider nicht so viele. Secure Storage Chest. Wir machen uns hier gleich mal. Oh, das ruckelt wie Sau. Dieses Gebäude müsste, würde ich am liebsten sprengen. Also, in der Nähe von dem Haus darf ich mich nicht, darf ich nicht bauen. No chance. So lange müssen wir jetzt erstmal mit dem Grokel leben. Das geht leider nicht anders. Ist halt so. Ist aber echt schwierig. Ist nicht cool. Es ist alles andere als cool, muss ich sagen. Ist echt nicht cool. Dann machen wir hier mal das gebratene Essen hin. Das fertige. Ich höre da auch schon wieder irgendwas draußen rumjummeln, rumgrummeln, jammern. Irgendwas war da. So, was kommt denn da jetzt mal rein? Aber ein bisschen Grundordnung kann man ja trotzdem schaffen, ne? Die Kartoffeln zum Beispiel. Die Knochen. Das hier. Ja, dann kann man auch das Leder reinpacken. Das ist eigentlich egal. Würde ich sagen. Und nochmal die Gläser. Und Aloe. Nochmal Stoff und Leder da rein. Dann haben wir hier noch Toffeln. Das hier. Knochen und Aloe. So. Ja, und leere Gläser. Wer krummelt denn da so? So, das. Dann machen wir die Kiste doch mal leer. So. Iron Reinforced Club. Das ist ja gar nicht mein Club. Das ist mein Club hier mit der automatischen Heilung. Hallo, Marc. Hey, cooler Name. Danke. Also, ich kenn's von dem Fahrzeughersteller. Rauch mal eine im offenen Fenster, wenn es dunkel ist, beobachte den Straßenlaterne. Dann siehst du einen Schatten, das Licht so aus. Meinst du? Ich glaube, kann gut sein. Aber ich weiß nicht, ob wir in Bremen wirklich nennenswerte Anzahl an Fledermäusen haben. In Frankreich, da habe ich sehr viele gesehen. Das war auch wirklich mitten auf dem Land. Ne? So, Shotgun. Mit der Munition, mit der passenden. Die hier, dann haben wir die Waffe hier. Dann haben wir die Pistole. Das lasse ich mal alles hier. So. Ein War Iron. Das ist ja irgendwie sehr knuffig. Und der Knüppel kann auch hin. Das kommt auch mal dahin.
Ein War Iron. Das kommt dahin. Sand kommt dahin. Kohle kann dahin. Potassium kommt dahin. Gunpowder kommt dahin. Obwohl, in der Menge will ich es wahrscheinlich auch nicht haben, erstmal. Kann es ja gerade eh noch nicht irgendwie sinnvoll einschmelzen oder sowas. Die Ranch behalten wir wahrscheinlich gleich. Den Engine kommt dahin. Broken Glass kann man auch einschmelzen. Können wir da hinpacken. Plastik. Können wir dann dahin tun. Und dann machen wir hier Steine. Wir haben noch 49 Pfeile. Iron Arrowhead. Die 60 Federn kommen dann auch erstmal weg. Die, ja, weiß nicht, machen wir dahin. Die Ranch nehmen wir mal ins Inventar. Das ist unsere Kohle. Eine Bandage ist ein bisschen mau. Deshalb gehen wir da jetzt mal ran und machen uns nochmal 6 weitere. Und draußen habe ich noch ein Schwein. Ich habe das viel zu lange brennen lassen. Jus. So, Skillpunkte. Points available 2. Haha. Guck mal. Ich habe Bock auf Fahrrad. Ich kann mir nicht helfen. Bye. So. Jetzt können wir. Das geht noch nicht, weil wir noch nicht Level 10 sind. Sondern wir sind Level. Was bin ich denn? Lee 7. Okay. Aber ein Fahrrad geht doch. You can craft bicycles. Dafür fehlt uns allerdings auch noch Säure. Seiden, die haben die Rezepte verändert. Das glaube ich aber nicht. Wheel. Wir brauchen nämlich und Forged Iron. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal kein Fahrrad. Ich hätte es dann vielleicht jetzt nicht in Inn stecken sollen. Weiß man nicht. Ich lasse mal zwei Sachen zu essen. Lass ich mal hier, wir müssen uns Wasser besorgen am nächsten Tag. Wir bräuchten eigentlich, können wir den Footballhelm wieder aufsetzen. Dann packen wir den Hut da mal rein. Iron Arrow, Steel Arrow, Stone Arrow. Okay, die Stahlpfeile können wir vielleicht auch erstmal zur Seite packen. Jo, und damit würde ich jetzt ganz gerne morgen mal vor die Tür ein paar Leute verkloppen. Oder ein paar Ressourcen auch besorgen. Da hätte ich schon Lust zu. Du bist repariert, alles klar. 1:47 Uhr. So schlecht sieht das doch gar nicht aus. Lass uns mal. Haben wir hier nicht noch das andere? Ja, genau. Das essen wir, das ist eine gute Sache. Fledermäuse sind knuffig, ja, ich habe mal eine gesehen. Also im Karton, direkt vor mir. Die wurde auf dem Land, Katze hatte gejagt und hat die damit angeschleppt. Kleine Babyfledermaus. Oder vielleicht war es auch noch ausgewachsen. Die war klein, ne? Die war auch nicht groß. Und dann haben wir einen kleinen Karton genommen und die versucht dann irgendwie da so reinzukehren, weil du sollst Fledermäuse niemals anfassen, weil die häufig Tollwut haben. Und die beißen auch. Und die haben ziemlich kleine Zähnchen. So, und dann hängen sie da, also die krabbelte sie in den Karton rein und hat sich dann, die hat sich dann wirklich ganz klassisch echt über Kopf direkt angehangen, ne? Und guckt dann immer so raus und wenn du den Deckel geöffnet hast, dann so hat immer so gefaucht, ganz komische Geräusche. Und es sind fast Vampire, ja. Und die sind auch noch sehr nah an den Dinosauriern dran. Also auch zusammen mit Vögeln, aber Fledermäuse sind noch ein bisschen näher dran an Flugsauriern. Und wir haben die zur Tierärztin gebracht.
Weil die war verletzt und die behandelt die kostenlos und die nimmt dann gefundene Fledermäuse bei sich in der Scheune auf. Also die leben dann da. Die hat da so eine kleine Fledermausfarm. Das ist sehr schön. Finde ich toll, wenn es Ärzte gibt, die das dann auch kostenlos machen. Und sich um die Tiere kümmern. Richtig klasse. Alisa war richtig süß. Da unten ist unser Schweinchen. Ja. Wo könnte man denn hier mal eine Forge finden? In den kleinen Städten ja gar nicht mal unbedingt so, ne? Oder? Wir gehen da mal. Da gehen wir hin. Da können wir mal hingehen. Oder überhaupt mal hier in die Stadt runtergehen. Das können wir dann ja machen. Hab ich Lust zu. Wir gehen erstmal hier runter und looten den Scheiß. Erstmal looten wir hier die Poppen Pilz, bevor die von der nächsten Wanderhorde zerkloppt werden. Wie spät ist es denn jetzt? 0.13 Uhr, was war irre lang, wollte ich auch nicht mehr machen. Fledermäusensorge, die sind gar nicht nah an Sauriern dran. Ich meinte mir den Flügelaufbau. Wenn du der den Finger hingehalten hättest, hätte dir mit ihren kleinen spitzen Zähnchen reingebissen. Und das sollst du ja eben nicht verdient Tollwut haben können. Damit war natürlich nicht gemeint, dass ich das Gefühl habe, dass Fledermäuse nachts im Tiefflug Menschen auf der Straße angreifen. Das ist ja völliger Unfug. Aber hütet euch vor Hamstern bei Vollmond. Also jeder, der mal nachts eine Hamsterhorde gehabt hat, der wird wissen, was ich meine. Da ist nicht mit zu spaßen. Nehmt ihnen die Stiefel weg, dann sind sie ungefährlich. Das wissen wir alle. Aber ansonsten, Vorsicht mit Hamstern. Hamster sind echt schlimmer, ja. Mir hatte mal ein Hamster. Ein Hamster gekauft. Wir haben ja gerade nachts eh nichts zu tun. Dann kann ich auch für YouTube ein bisschen labern. Als ich klein war, hatte man einen Hamster gekauft. Und der transportierst du in so einen Karton mit Löchern halt bis nach Hause. Und der wollte dann ja nicht rauskommen. Der hatte natürlich Angst, der Hamster, ne? War mir in dem Augenblick nicht klar. Und dann dachte ich mir, ich steck mal die Hand rein, ne? Und sag so, komm mal. Der hat aber direkt in den Zeigefinger gebissen. Ich hab den Hamster rausgezogen, war am Schreien wie am Spieß. Und hab geschüttelt und der hängt da am Finger. Der hat nicht losgelassen. Der war so geil. Echt ein krasses Tier. Ja, war lustig. Ich weiß nicht, der war 5 oder 6 oder sowas. Echt, du hast in der Fledermaus versehentlich einen Flügel geworfen. Sind die so zart? Ich meine, die sehen zart aus, ne? Komm. Nee, es ist nichts zu hören. Wahrscheinlich ist es total ungefährlich, wenn ich runtergehe. Aber eventuell spawnen genau in dem Augenblick 20 Zombies oder sowas. Wir gehen jetzt mal runter. Was soll passieren? Ich nehme eine Fackel mit. Machen wir das. Ja, Steroide. Das war nun das Schwein. Hier drin dürfte jetzt ja auch nichts Neues mehr respawnt sein. Guck mal, das sieht richtig plastisch aus, ne? Schon cool. Also wenn du ein bisschen aus der Entfernung guckst, ne? Und so cool gemacht. Wenn nicht ganz so plastisch, weil irgendwie die sind, man sieht schon, dass das nur halbe Flaschen, aber ist in Ordnung. Ich finde, das haben wir ganz geil gemacht. Da haben die auch so viel daran gearbeitet, an den ganzen Lichtern und so. Deshalb hatte sich die Alpha 17 auch so irre verzögert, glaube ich. Unter anderem, weil sie da auch Sachen anpassen musste. Hat mir da schon jemand was kaputt geschlagen? Die Schweine. Gibt's doch nicht. Da waren wir drin, ne? Krass. Alles klar, jetzt kann ich mich auch wieder ungefährdet bewegen.
Hier muss direkt ein Zombie daneben gespawnt sein. Der muss ja eben gerade direkt gespawnt sein. Unglaublich. Okay, wir verabschieden uns und sag mal, bis zum... Hört auf, das Haus noch weiter kaputt zu machen. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Also pass auf. Wir tanzen hier um die Fackel. Wir beide. Okay, bis dann. Tschüss.